Test the Max. Frauen kennen das ja, wenn etwas Volumen im Hupenraum fehlt, dann wird künstlich aufgeblasen. Männer sind ganz begeistert von dieser Technik und überlegen immer, wo kann man das anwenden? Natürlich beim Auto. Downsizing ist der Trend der Saison. Verkleingrößern. Statt einem großen Motor nimmt man eine etwas kleinere Maschine, bläst dem künstlich dank Turbo oder Kompressor auf, sodass er vor Kraft fast explodiert. So geschehen auch beim neuen Audi S4. Der alte 4,2 Liter große V8 wurde gegen einen ökonomischeren V6 mit 3 Liter Hubraum ausgetauscht, der wiederum durch Kompressor aufgeladen wird und jetzt satte 333 PS leistet. Das sind auch nur 11 PS weniger als beim alten V8. Optisch hat er aber nur ein kleines Upgrade bekommen. Hier zum Beispiel den verchromten Kühlergrill, eine neue Schürze. Er steht jetzt auf satten 18 Zöllern und aus der Ferne erkennt man ihn schon an den leuchtenden Aluohren. Und am Heck machen 4 Endrohre und ein kleiner Diffusor das S-Besteck komplett. So, auf die Rennstrecke von Mallorca, um mal zu schauen, was der S4 so alles drauf hat. Also, der V6 blubbert nicht mehr so schön wie der alte V8, aber dabei merkst du, wenn du das Gaspedal nur leicht streichelst, dass die Kiste giftig ist, wie eine betrogene Ehefrau bei der Scheidung. Also diese zwangsbeatmeten, durch den Kompressor natürlich zwangsbeatmeten 6 Zylinder, die machen hier schon ordentlich Schub nach vorne. Die scheinen jegliche Bewegung des Gaspedals sofort in Vortrieb umzusetzen. 440 Newtonmeter hat der S4, das sind 30 mehr als beim alten. Und wenn man das Gaspedal also richtig durchdrückt und dann so der Orkan durch die Brennräume fegt, dann geht der ab, nicht nur als hätte er Rückenwind, sondern als würde es auch bergab gehen. In 5,1 ist der auf 100 und das ist nicht schlecht für eine Mittelklasse-Limousine. Darf man nicht vergessen, dass wir in so einer sitzen. Ja. Knapp 30% weniger Benzin verbraucht der S4 im Vergleich zum V8-Motor. Damit muss er also nicht mehr zu den anonymen Benzinern. Und er hat auch ein wesentlich besseres Handling bekommen. Woran liegt es? An einer anderen Gewichtsverteilung. Viel Gewicht in der Körpermitte ist ja zumindest bei einem Auto von Vorteil. Außerdem hat der S4 noch ein neues aktives Hinterachsdifferential. Und da wird je nach Fliehkraft und Lenkeinschlag das kurvenäußere Rad beschleunigt. Das ist wie beim Rudern. Wenn ihr euch drehen wollt, dann tut ihr das äußere Paddel auch stärker einschlagen. Und dieses System ist einfach genial. Das stabilisiert das Auto unglaublich. Also alle Kraft kommt von den Außenseitern. Dazu wird die Kraft im Antrieb noch zu 60% auf die Hinterachse gelegt. Und dieses Beschleunigen der Außenräder ist wirklich genial. Also das ist ganz anders als beim ESP. Da wird nichts abgebremst, sondern im Gegenteil. Der Wagen zieht hier auf dieser kleinen, winkligen Rennstrecke mehr in das Kurveninnere rein, statt dass er nach außen gedrückt wird oder dass er gar untersteuert. Und er beschleunigt selbst auf diesen engen, winkligen Kurven hier heraus, als hätte er eine Allradlenkung. Also sensationell. Das ist so wie beim Surfen, wenn ihr die perfekte Welle erwischt oder beim Skifahren, respektive beim Carven. Im Schwung beschleunigt man noch und dann geht es schon wieder geradeaus. Also das macht er wirklich ganz, ganz klasse. Also der neue S4 ist nicht nur wesentlich sportlicher, was das Fahrwerk angeht. Er verbraucht weniger, er hat mehr Kraft, was die Newtonmeter angeht. Und Downsizing, er kostet 4.500 Euro weniger als der alte. Darf man bloß nicht den Frauen erzählen, sonst wollen die für das Geld gleich noch 10 neue Manolo Blahniks haben. Test the Max.